Hallo meine Freunde. Wisst ihr, wie dankbar eine Katze sein kann, die von der Straße gerettet, geheilt und mit Liebe beschenkt wurde? Nun, ein nettes Mädchen namens Alice weiß genau, dass es keine treueren Haustiere auf der Welt gibt als diejenigen, denen geholfen wurde. Eines Tages erfuhr das Mädchen, dass bei ihrer Arbeit ein Kätzchen aufgetaucht war. Das Kleine geriet in Schwierigkeiten, als es in Motoröl geriet. Als Alice sich das Haustier ansah, war sie schockiert über den Zustand des Tieres. Nicht nur war das Kätzchen mit Motoröl verschmiert, sondern es war auch blind. Seine Pfoten gehorchten dem Kätzchen überhaupt nicht, und es konnte nicht normal laufen. Alice beschloss, das Tier nicht im Stich zu lassen, und nahm es mit nach Hause, wissend, welchen langen und schwierigen Weg sie gemeinsam gehen würden. Zunächst zeigte sie das Kätzchen einem Tierarzt, der ihm Tropfenzubereitungen verschrieb. Die Behandlung dauerte 2 Monate, und ihr Liebling erholte sich sehr langsam. Die Besitzerin vergoss viele Tränen, als sie das Leiden des Kätzchens sah, aber es gelang ihr, das Kätzchen auf seine Pfoten zu stellen. Jetzt ist es eine gesunde und erwachsene Katze, die Alice keinen Schritt von der Seite weicht und sie treu bewacht, wenn sie schläft und sie nach der Arbeit begrüßt. Das Mädchen ist dankbar für dieses Geschenk des Schicksals. Sie spürt, wie sehr ihre Katze sie liebt und umarmt sie fest bei jeder Gelegenheit. Danke an Alice dafür, dass sie nicht an dem obdachlosen Tier vorbeigegangen ist und ihm ein besseres Leben geschenkt hat. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bewerten Sie es bitte mit einem Daumen nach oben und hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Vielen Dank.